Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Irans Außenminister Mohammed Jawad Zarif verhängt. Zarif gilt als wichtigster Vermittler zwischen dem Iran und dem Westen. Laut US-Außenminister Mike Pompeo sei er ins Visier genommen worden, da er im Namen von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei handele. Zarif schrieb auf Twitter: "Das wird keine Auswirkungen auf mich oder meine Familie haben, weil ich keinen Besitz oder Anteile außerhalb des Irans habe." Bei den monatelangen Gesprächen zum Atomabkommen im Jahr 2015 war Zarif Irans Verhandlungsführer. 3 Jahre später stiegen die USA aus dem Atomdeal aus. Zu den Unterzeichnern der Vereinbarung gehörten Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Sie halten weiterhin an dem Abkommen fest.